Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Hier ist Apple Enthusiast. In diesem Video mache ich dich bekannt, wie eine If-Abfrage in der Bash Shell bzw. in einem Bash Script funktioniert. Ja, dann legen wir mal sofort los, denn vorweg gesagt, die Syntax der If-Abfrage ist auf den ersten Blick etwas komplexer als in C, C++ oder Swift. Aber nun ja, die Dinge sind so, wie sie sind. Und deswegen lernen wir ja, um halt neue Sachen zu erfahren. Und ich würde sagen, let's go. Und zwar lege ich hier eine Datei an mit dem cat-Befehl. So, könnte jetzt eigentlich auch direkt den Nano-Editor benutzen, aber da schenke ich mir jetzt mal cat und if-abfrage.sh. Die Endung brauchst du nicht, wenn du im Terminal bist, ist aber dennoch angeraten, denn je nachdem, welchen Texteditor du später benutzen willst, der Editor tut sich eben leichter, wenn er weiß, okay, das hier ist ein Bash-Script und das andere ist eine andere Textdatei. Ne? Okay, Enter-Taste. Nein. Was mache ich denn? Nein. Das war es nicht. Natürlich habe ich jetzt hier eben die entsprechende Größe als Zeichen vergessen. Also if-Abfrage. Gut, okay. Dann wiederholen wir es. Das macht ja nicht Sinn. Dieser Befehl würde ja den Inhalt einer Datei ausgeben, die if-Abfrage heißt, aber das haben wir ja noch hier gar nicht. Wir wollen sie erstellen und daher hier eben zwei größer als Zeichen und Enter. Jawohl, jetzt müssen wir natürlich auch das Script auch als Bash-Script kennzeichnen. Das mache ich mit dem Nummernzeichen, Ausrufezeichen und dann hier bin Bash. Okay, das hätten wir. Ja, der User soll erst einmal aufgefordert werden, eine Zahl einzugeben. So, gib mir eine Zahl. Und diese Zahl wird eingelesen. Und das, was der User eingibt, wird in der Variablen Number gespeichert. So, und weiter geht's. Dann möchte ich auswerten, ja, was er da eingegeben hat. Und eine if-Abfrage beginnt, wen wundert es, mit dem Schlüsselwort if. So, Leerzeichen, eckige Klammer, Leerzeichen. Und jetzt nehme ich die Variable number, also hier Dollarzeichen nicht vergessen. Ja, das ist ja schon für den einen oder anderen verwirrend, erst recht, wenn du dich jetzt neu in das Bash-Scripting einarbeitest, mal erscheint eine Variable ohne das Dollarzeichen, dann wieder mit Dollarzeichen, aber naja, mit der Zeit gewöhnst du dich. So, und ich möchte jetzt einfach überprüfen, sagen wir mal, ob die eingegebene Zahl kleiner als 10 ist. Dann sagen wir mal, less than. So, kleiner als 10, das bedeutet, ich muss hier Dash und LT benutzen. Das LT steht für less than, weniger als. So, und jetzt gebe ich eben die Zahl ein. Ich kann sagen wir mal auch 100 sagen. Sagen wir mal 100. Ne? So, das heißt also, wenn die Zahl kleiner als 10 ist, möchte ich, dass Folgendes getan wird. Also auch hier schon die Leerzeichen nicht vergessen. Ne? Ja, also wenn das der Fall ist, wenn die Bedingung zutrifft, dann passiert Folgendes. Then, also hier kommt nämlich ja, doch ein weiteres Schlüsselwort hinzu, das then-Wörtchen hier. Echo, deine Zahl ist kleiner als 10. Ja? Gut, es geht jetzt nicht um die Sinnhaftigkeit der if-Abfrage. Ne? Also es ist klar, dass hier dieses Script dir nicht die Millionen von Dollar in die Kasse spülen wird, ne, und dass du als der Super-Hyper-Programmierer dastehst weltweit und dass die NASA dich anruft und sagt, wir brauchen dich. Vielleicht braucht dich die NASA tatsächlich eines Tages, aber
In diesem Tutorial geht es nur um das Prinzip. So, also, der Beginn einer if-Abfrage wird gekennzeichnet mit dem Wörtchen if. Okay, große Überraschung. Dann kommt das then und dann müssen wir eben noch das Ende dieser if-Abfrage kennzeichnen. Das machen wir, indem wir hier die Buchstabenfolge if nehmen und sie umdrehen. Also auf if, aus if wird phi, ne? So wie du das jetzt hier siehst. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist äußerst ungewöhnlich, wenn du C, C++, Swift kennst, ne? Oder eine andere Programmiersprache. Ne? Aber das ist so, wie es ist. Wie ich schon sagte, es ist, die Welt ist so, wie sie ist. Ne? Okay, und dann haben wir es. Ne? Dann schauen wir mal. Ich werfe jetzt nochmal einen Blick hier drauf. Normalerweise sind Tippfehler ja immer mit inklusive, all inclusive, aber ich entdecke jetzt keinen Tippfehler. Ich habe ja sogar das Dollarzeichen hier verwendet. Ne? Das vergisst man leicht. Dann verwende ich hier Control und D, um hier eben genau diesen Cat-Befehl hier zu beenden und voila. Ne? So, ls zeigt uns, dass tatsächlich diese Datei angelegt worden ist, dieses Bash-Skript. Und was wir hier noch machen müssen, ist Folgendes. Ich muss jetzt hier den chmod-Befehl hier verwenden, diese Datei oder die den entsprechenden Eigentümer, in diesem Falle ich oder die Gruppe und alle anderen User mit den Ausführungsrechten zu versehen. Denn schau mal, nur mal zur Erinnerung. Eigentlich solltest du das kennen, ne? Wenn ich jetzt mal hier mal den ls-Befehl mit in der langen Version hier eingebe, dann siehst du, ne, weder der Eigentümer noch die Gruppe noch der User hat hier die Ausführungsrechte. Und die Ausführungsrechte, die verschaffe ich, indem ich hier plus x verwende. Nun, es gibt andere Möglichkeiten, wie du den chmod-Befehl anwenden kannst. Dazu komme ich in einem meiner Videos sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Also, aber hier in diesem Fall soll das mal genügen. Und da haben wir die Ausführungsrechte. Und jetzt führe ich dann tatsächlich mal dieses Skript aus. Und dann siehst du hier, gib mir eine Zahl. Jawohl, ich gebe dir jetzt eine Zahl. Und ich sage 12. 12 ist die Zahl. Und deine Zahl ist kleiner als 10. Ha, 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 ha. Das ist ja super. Ja, ha, ha. Okay, dann geht's mal in den Nano-Editor. Irgendwo habe ich doch einen Fehler gemacht. Und wir schauen uns mal an, wo dieser Fehler ist. Then is, if, Abfrage. Deine Zahl ist kleiner als 10. Als, nee. Nein. Es ist alles richtig. Wer hätte das denn gedacht? Nur, ich war total irritiert. Jetzt, ich muss natürlich auch die ICO-Ausgabe hier ändern. Nein, ich prüfe ja nicht, ob die Zahl kleiner als 10 ist, wie ursprünglich beabsichtigt, sondern ob sie kleiner als 100 ist. Und deswegen, geht es ja auch direkt in die ECO-Anweisung, denn 12 ist kleiner als 100 und das war jetzt irritierend. Prima, habe ich mir auch selbst eingebrockt, aber das ist normal beim Programmieren, da kommst du auch du nicht drum herum. Also noch einmal, if-Abfrage.sh und gib mir eine Zahl, jetzt gebe ich mal 120 ein, Enter. Und wir sehen gar nicht, also überhaupt nicht. Ne? Denn ist klar, der Code innerhalb der if-Abfrage, innerhalb der if-Struktur wird ja nur dann ausgeführt, wenn die Zahl tatsächlich kleiner als 100 ist. Denn wenn ich jetzt hier das nochmal hier mache, nochmal ausführe und die Zahl nenne ich jetzt mal 99, Enter, deine Zahl ist kleiner als 100. Ne? Ja. So ist es. Und dann kann ich jetzt hier weitermachen und ich kann jetzt hier 1200, dann bekommen wir keine Rückmeldung mehr. Und dann kann ich spielen, soweit ich will, 13, dann sehen wir hier, deine Zahl ist kleiner als 100. Das macht Spaß, ja, erst recht an einem Sonntagnachmittag.
auch wenn ich natürlich andere Möglichkeiten habe, meine Sonntage zu verbringen. Aber das Aufnehmen dieser Tutorials macht mir auf alle Fälle Spaß. Und ja, aber für dieses Thema, für dieses, na, nicht für dieses Thema, aber für dieses Video soll es das gewesen sein. Klar, ich komme nochmal auf die If-Abfrage zu sprechen, auf If-Else-Strukturen und ich weiß nicht was, ne? Aber ich möchte dir halt dieses Wissen mitgeben, damit du es verwenden kannst, damit du damit herumspielen kannst und ja, kombiniere das mal mit dem Wissen, das du dir bisher angeeignet hast. Spielen macht den Meister, ne? Spielkind zu bleiben ist immer eine gute Idee. Es ist auch eine hervorragende Idee, diesen Kanal zu abonnieren. Das gilt erst recht, wenn du wirklich deine Kenntnisse auf ein hohes Niveau bringen willst. Denn du sitzt bei mir in der ersten Reihe. Das verspreche ich dir in den nächsten Jahren und hoffentlich Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, werde ich Hunderte, Tausende, Zehntausende, Millionen von Videos für dich hochladen. Okay, Millionen? Okay. Also, falls ich übertrieben habe, sieh es mir nach. Hauptsache, du hast verstanden, was ich aussagen möchte, ne? So, das war's. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören und ich freue mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Bye bye.